Und Tatjana, das ist ja interessant. Also wenn Olaf Scholz nun also fährt, was bringt er mit? Weitere Waffenlieferungen? Oder aber kann er vielleicht auch mit Macron und Draghi was Politisches bringen, Tatjana? Wie zum Beispiel endlich den lang ersehnten EU-Beitrittskandidatenstatus für die Ukraine? Könnte natürlich sein. Das würde dann aber bedeuten, um noch einmal die Ausführungen von Michael auch aufzunehmen, dass das Ganze eigentlich erst passieren könnte nach dem EU-Gipfel. Das wiederum aber geht ja eigentlich nicht, wenn man sich die gesamten Termine dort anschaut. Also ein bisschen schwierig jetzt hier vorherzusagen, was die drei Herren, wenn sie denn tatsächlich hier irgendwann mal eintreffen sollten, wirklich mit im Gepäck haben. Wir können vielleicht auf die ukrainische Seite schauen, was man von dort erwartet. Die EU, dieser Kandidatenstatus ist natürlich das eine, worüber man mit Sicherheit wird sprechen wollen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass die ukrainische Seite gerade eben Präsident Macron auch noch einmal ansprechen wird auf seine doch immer wieder stattfindenden Telefongespräche mit dem russischen Präsidenten und das, was da eben auf französischer Seite immer so ein bisschen durchklingt, dieses, naja, man muss Putin im Prinzip auch die Möglichkeit geben, dass er das Gesicht nicht verliert, dass er gesichtswahrend aus diesem Krieg herauskommt. Da könnte ich mir vorstellen, könnte es ein paar Fragen geben, wenn es denn zu einem Treffen hier kommt und insgesamt aber ist es schon so, dass man hier auf ukrainischer Seite natürlich vor allen Dingen Waffen braucht. Man braucht Munition. Warum? Ich glaube, das zeigt der jetzt folgende Beitrag ganz gut. Wieder treffen russische Raketenziele im Westen der Ukraine. Diese Bilder des russischen Verteidigungsministeriums sollen zeigen, wie ein Waffenlager in Tschortkiw zerstört wird. Die Ukraine spricht von verletzten Zivilisten, zeigt diese Fotos von zerstörten Autos, Wohnungen, Kinderspielplätzen. Unter den Verletzten sei ein 12-jähriges Mädchen. Auch im Osten des Landes tobt der Krieg weiter. In Sjewerodonetsk wurde erneut die Azot-Chemiefabrik beschossen. Hier sollen sich hunderte Kämpfer und Zivilisten verschanzt haben. Laut Präsident Selenskyj drängen die Besatzer weiter vor. Es werde buchstäblich um jeden Meter gekämpft, mit großen Verlusten auf beiden Seiten. Russische Generäle sehen ihre Leute einfach als Kanonenfutter. Russland könnte bereits im Juni die Marke von 40.000 getöteten Soldaten überschreiten. Seit vielen Jahrzehnten haben sie in keinem Krieg so viele verloren. Der Dauerbeschuss und die Feuergefechte im Donbass bedrohen die Lebensgrundlage vieler Menschen. Einige versuchen, ihre Felder vor den Flammen zu beschützen, bleiben trotz der Gefahr in ihren Dörfern an der Frontlinie. Wo soll ich hingehen? Lass die anderen gehen. Sie sind jung. Ich bin alt, lebe schon sehr lange. Mir tun die Jugendlichen leid. Es ist beängstigend, aber es ist, wie es ist. Verbrechen gegen Zivilisten werden von Menschenrechtsorganisationen genau beobachtet. Laut Recherchen von Amnesty International sollen in Kharkiv beim Einsatz von international geächteter Streumunition hunderte Zivilisten getötet worden sein. Tatjana, lass uns damit auch einmal auf die aktuellsten Berichte blicken. Was hörst du an diesem Morgen vor allem aus den schwer umkämpften Gebieten im Osten des Landes? Wenn wir da vielleicht direkt gleich in Richtung Severodonetsk schauen, da gibt es die Meldung, sie kommt direkt vom Generalstab der ukrainischen Streitkräfte. Der hat in seiner morgendlichen Lage, wo ja immer bekannt gegeben wird, wie die Situation an den Frontlinien sich entwickelt, gesagt, dass die ukrainische Armee zurückgedrängt wurde im Stadtzentrum, dass nach dem massiven Artilleriebeschuss der letzten Tage und Stunden vor allen Dingen die russischen Kräfte ganz offenbar mit Infanterie da eingedrungen sind und es eben geschafft haben, aus dem Stadtzentrum die ukrainischen Truppen erst einmal zu verdrängen, was der russischen Truppen offenbar aber noch nicht gelungen ist, ist eine großflächige Einkesselung der ukrainischen Truppen von Severodonetsk aus gesehen, dann weiter über die anderen Städte und Gemeinden wie Lysychanska zum Beispiel und dann bis runter nach Bakhmut. Auch dort eine sehr massiv umkämpfte Straße, von der es von russischer Seite schon ein paar Mal hieß, man habe sie einnehmen können. Da aber sagen die Ukrainer nach wie vor, nein, wir halten diese Straße. Und in dem gesamten Gebiet im Prinzip des Donbass sehen wir massive Kämpfe, aber eben nicht nur dort. Auch in der Oblast Dnipropetrovsk ist es wieder zu Raketenbeschuss gekommen. Da ist mindestens eine Person bei getötet worden. Und auch weiter in Richtung südlicher Westen sozusagen, Kryvyi Rih bis hin nach Cherson, versuchen die Russen so ein bisschen vorzudringen und die ukrainischen Kräfte versuchen, mit dem, was sie an Mitteln haben, dem standzuhalten. Tatjana, vielen Dank für diese Schilderung aus Kiew. Danke dir.